alles klar. Augen auf. Siehst du den Hirschkot da? Ganz frisch. Ja, ich seh's. In die Richtung. Ja, das sehe ich. Gut, dann komm jetzt. Schnell, da ist er. Ich sehe ihn. Hier, nimm mein Gewehr. Wenn du Gebirgsjäger warst, kannst du damit umgehen. Ja, komm. Ich weiß, was ein Visier ist. Ruhig, ruhig. Ich komme klar. Guter Schuss. Erwischt. Oh, verdammt, er hat nicht gesessen. Er kommt davon. Nein, nein, schon okay. Er ist verletzt. Er wird jetzt verbluten. Wir müssen ihn nur finden. Ach, okay. Siehst du die Blutspur? Hier. Ja, sehe ich. Dann folge ihr. Bin dran. Der wird jetzt sicher langsamer. Verliert zu viel Blut. Wir sollten jetzt gleich auf seinen Kadaver stoßen. Gut. Weißt du, wie man ein Tier ausweidet? Ja, hör zu. Busa und ich haben schon mal gejagt. Er war mit seinem Vater öfter auf Elchjagd und er hat mir gezeigt, wie das geht. Gut. Sagen wir mal, nichts gegen Busa, aber das geht echt noch besser. Du verschwendest viel zu viel Fleisch. Eigentlich nicht schlecht für einen Anfänger. Ja, danke. Gut, gib mir jetzt das Gewehr. Ja, danke. Wie gesagt, Deke, im Camp können wir Wild immer gut brauchen. Vor allem für die Verwundeten nach dem Ripper-Angriff. Okay, Cope. Ja, ich versuche, daran zu denken. Warte, ich mach das. Wie läuft's, Boosman? Alles gut, verdammt. Hey, Dick, unsere Vorräte werden knapp. Etwas mehr Wild wäre gut, wenn das geht. Oh, scheiße. Okay, ja. Unsere letzte Jagd ist auch schon eine Weile her. Mal sehen, ob ich uns etwas Fleisch besorgen kann. Du, weißt ja noch, was du tun musst? Ja, Cope hat mir ein paar Tipps gegeben. Unglaublich, aber wahr. Cope? Scheiße, ich glaub's nicht. Danke dir. Mach's gut, Busman. Zeit fürs Abendessen. Okay, jetzt muss ich Fleisch beschaffen. Wild, Bär, Wolf. Ganz egal. Sicherheit. Damals schoss ich von oben mein erstes Mal.
noch so ein Mikro in der Scheibe. Was passiert ist? Okay, Doc. Lieutenant. Nicht, dass Sie selbst zu Aas werden. Verlassen Sie sofort das Gebiet! Oder wir eröffnen das Feuer! Sie selbst zu Aas werden. Nur Tiere können zu Aas werden, Corporal. Menschen nicht. Sie haben den Perimeter doch gecheckt, oder? Ja, alles okay. Erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten, wahrscheinlich Tabanus atratus oder Diptera.
Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist es. Es handelt sich tatsächlich um Tabanus atratus. Hier sind viele Bremsen. Ein Glück, dass ich den Anzug anhabe. Das Aas ist überwiegend intakt. Das war ein... Hey, hat das noch wer gehört? Ein Maultierhirsch, als ob das jemand überprüfen könnte. Die Streifung der größeren Muskeln weist auf eine Infektion mit Hooligan-Stamm HB hin. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh, oh. Was willst du? Aua. Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten der Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja, das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Gegend. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernhardt wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Mhm, und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch am
Nein, 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 das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht. Dick, bist du da? Hey, Bushman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay, dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry, hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie, bis raus um. Was zu holen, ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald, Busa. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ja, Dick. Okay. O'Brien. O'Brien. Hörst du mich? O'Brien? Du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Thank you.
Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch am... Brauche ich. Sie könnte also noch am... Nein, das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht... Oh, Scheiße, was zum Teufel ist denn hier passiert? Ich sollte mich mal umsehen. O'Brien. Hörst du mich? O'Brien? Du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir... Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Ja, erwischt. Endlich, verdammt. Ich muss nachladen. Komm nach Munition. Brauche ich. Okay, und jetzt ausweiten. Ja, das kann ich verkaufen. Mal um. Voll ins Schwarze. Was haben wir hier? Jetzt habe ich dich. Frisches Fleisch. Das sollte reichen. Okay, und jetzt zurück zur Busa damit. Dick, bist du da? Hey, Bushman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien... Alles etwas verschwommen. Ja, okay. Dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry. Hier drin ist die Hölle los. Siehst du? Eddie, ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald. Sehr bald.
Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen.